Noch 20 Minuten bis zur Insel, Zeit für Gedanken und mehr. Wie er wohl aussieht, dieser Matthew Nelson, was können wir ihn fragen, was lieber nicht? Wo war er am 11. September? Berührungsängste. Wenig später werden die zerstreut. Draußen Bewegung, drinnen Matthew. Frühstück. Gleich kommt der 1,90 Meter Feuerwehrmann in Wallung, wie jeden Morgen. Lebenswichtige Fitness, New York hat viele Treppen. Die Kamera für ihn, no problem. Fragen könnt ihr alles, was ihr wollt, sagt er. Ist aber erstmal nicht nötig, ein kleines Fräulein kommt uns zuvor. Timberlea. Oh, Timberlea? That is a beautiful name for a beautiful girl. My name is Matthew, or I guess you say Matthias? Matthew. Thank you for letting us come to the country here. Vielen Dank für die Einladung nach Deutschland. Die Menschen hier behandeln uns wie Könige. Wir fühlen uns sehr geehrt, damit haben wir nicht gerechnet. Das alles ist uns fast ein bisschen peinlich. Wir wissen gar nicht, was wir sagen sollen. Just say thank you. Thank you. Nach dem Joggen abgeblitzt, Empfang beim Bürgermeister. Matthew erzählt den deutschen Kollegen gern aus seinem Leben. 70 Jahre ist der Firefighter, bis zum Captain hat er es gebracht, in seiner Station 226 Brooklyn. 24 Stunden Bereitschaft, 2 Tage frei, dann wieder Dienst, so sieht's aus. Eine ganz andere Welt, doch diese Feuerwehrmänner sind sich irgendwie ganz nahe seit der Auswanderungswelle vor 100 Jahren. Noch heute leben mehr Führer in Amerika als auf dieser Insel. And still now there are more. Auf Sylt hat ihm irgendjemand diesen Helm geschenkt. Ein tolles Andenken, findet Matthew. Das will er seinen Söhnen mitbringen. 6 und 9 Jahre sind die alt. Sein bester Freund, Brian, hatte 4 Kinder. Er ist am 11. September ums Leben gekommen. Mit 3 anderen Feuerwehrmännern der Station 226 Brooklyn. You thought you were gonna find people. Wir hatten noch Hoffnung, sie leben zu finden. Wir haben wirklich alles versucht, aber wir hatten keinen Erfolg. Es hat niemand mehr gelebt. Das hat uns das Herz gebrochen. Die Tage verstrichen, aber die Möglichkeit, noch jemand leben zu finden, wurde immer geringer. Jeden Tag in vollen Zügen genießen. 2 bis 3 Wochen hat ein New Yorker Feuerwehrmann im Jahr Urlaub. 10 Tage Schleswig-Holstein, no problem. Das einzige Problem ist, hier morgens aufzustehen nach all dem Tagesprogramm. Ich habe nicht damit gerechnet, dass diese Reise so toll wird. Noch 4 Tage für, 4 unbekümmerte Tage. Am 1. April gehen Matthew und seine Feuerwehrmänner dann wieder an die Arbeit in New York am Ground Zero.